2G plus, wer keinen Test hat, wer keine Impfung hat, der ist heute ausgeschlossen. Um das alles zu kriegen, muss man einiges auf sich nehmen. Und da gibt es einen Herrn Markus Bönig und der bietet eine Lösung an. Da kann man relativ einfach, wenn man Bedenken hat wegen Allergien, online eine Impfunfähigkeitsbescheinigung bekommen. Eine ärztliche, hoffe ich habe das richtig ausgesprochen. Und man kann auch online den Test ausführen, also zu Hause, und es wird dann beaufsichtigt und man bekommt die Bestätigung. Für die einen ist er ein Retter, ein mutiger Kämpfer gegen den Corona-Maßnahmen-Wahnsinn, wie es das manche sehen. Für die anderen ist er eine Gefahr für die Volksgesundheit, weil er faktisch Maßnahmen unterläuft. Ich habe ein Gespräch mit ihm geführt. Ich zeige das auf Rumble wegen der Zensurgefahr hier, und da erklärt er, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht ganz kurz, so dass es nicht zensurgefährdend ist, Herr Bönig, ganz vorsichtig den Grund, die Grundarbeitsweise Ihrer Firma. Sehr gerne. Ja, die Lösung heißt nachweis-express.de und es geht um etwas ganz Einfaches. Die Regierung hat sowohl in den entsprechenden Verordnungen als auch Gesetzen immer klar formuliert, entweder genesen oder geimpft, oder man ist leider nicht in der Lage, geimpft zu werden aus medizinischen Gründen. Schaut man dann bei den Herstellern der Impfstoffe nach, steht dort glasklar, es darf auf keinen Fall geimpft werden, wenn der Mensch auch nur gegen einen einzigen der Inhaltsstoffe allergisch ist. Das hat in aller Regel niemand ausprobiert, ob man allergisch ist. Und genau da setzt die Lösung an, indem wir schlicht Informationen geben, damit ein Bürger sich umfassend informieren kann, was da alles enthalten ist, welche rote Handbriefe es gegeben hat, also welche Warnhinweise des Herstellers an Ärzte, damit man einfach sehen kann, welche Inhaltsstoffe es sind. Auf Grundlage dieser Inhaltsstoffe ist dann in der Regel eine fachärztliche Abprüfung erforderlich zum Allergologen. Und dieser Zeitpunkt, der liegt meistens sehr weit in der Zukunft, weil die Kapazitäten natürlich klein sind. In der Zwischenzeit, zwischen der Erstellung eines Gutachtens und der Durchführung der allergologischen Untersuchung, in der Zeit gibt es eine vorläufige Impfunfähigkeitsbescheinigung und die wird online durch einen Arzt ausgestellt, der eben vom Patienten, vom Nutzer beauftragt wurde, ein Gutachten zu erstellen zur Impffähigkeit. Und genau das findet online statt. Und auf dieser Grundlage gibt es dann Hinweise zum Umgang mit den Arbeitgebern, mit 2G-Kontrolleuren und so weiter. Doch nicht alles verraten. Die Zuschauer sollen ja auch rüberschalten. Genau, das haben wir alles in dem anderen Video. Und da wird auch nochmal erklärt, wie Sie sich online testen lassen können. Das ist ja heute auch dann aktuell, wenn Sie geimpft sind. Weil wegen 2G braucht man ja oft auch trotzdem noch einen Test. Ist eigentlich ein Betrug der Politik, ja, wenn man den Leuten versprochen hat, ein Pieks oder zwei Piekse und ihr seid frei. Und jetzt macht man das Gegenteil, aber man kann das von zu Hause aus jetzt machen. Schauen Sie rüber, unten ist es verlinkt, das Interview mit Markus Bönig auf Odyssee und auf Rumble im freien Internet, nicht auf den Zensurplattformen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Alles Gute, danke. Ciao. Wir sehen so. Reitschuster.de.